Ruins and deserted places have always held a magical fascination for people. They make us wonder who once lived in them and what happened to them. Stefan Heffele explores places like this with his friend Felix Russe and looks into their histories. Hier sieht man perfekt, Dach ist schon eingestürzt, die Fenster sind zerschlagen, der Putz bröckelt von den Wänden, also da kommt alles zusammen. Ein schönes Motiv. Built in the 1920s, it served as a summer camp. It's almost as if we can still hear the children laughing and playing who spent their summer vacations here until the late 1970s. Ich möchte mit meinen Bildern einfach das widerspiegeln, was ich eigentlich auch fühle, wenn ich in so einen Raum gehe. Dann habe ich Angst, dann bekomme ich so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Mein Herz pocht, ja, mein Adrenalin schießt hoch. Und genau dieses Gefühl, dieses Gruselige, möchte ich mit Licht und Schatten einfach wiederbringen. Und das sollte man den Fotos ansehen. Das soll nicht alles gleichmäßig ausgeleuchtet sein, sondern das soll wie in der Landschaftsfotografie auch viel Licht, viel Schatten ist gleich viel Stimmung. Heffele travels the world as a professional landscape photographer. He brings back images like this one of the Grand Canyon and the jungles of Hawaii. Many of his pictures have won awards. He's widely recognized as one of the world's leading landscape photographers. Heffele has been fascinated by abandoned houses since childhood. He's published his discoveries in a book of photos. Once splendid villas, First World War bunkers, hidden chapels, and factories where no machine has operated for decades. He doesn't say exactly where he finds the abandoned buildings so they won't be overrun by visitors. Also, many of these buildings are in decay and hazardous. And most are hard to reach. Stefan Heffele never works alone. Zu zweit ist immer besser, auch wenn ich meine Landschaften fotografiere. Das ist einfach eine Sicherheit. Wenn jemandem was passiert, wenn sich einer einen Fuß bricht, wenn so nur ein Knöchel verstaucht ist, ist zwar zum Glück noch nie wirklich passiert. Noch nicht keine großen Blessuren, aber es ist immer gut, jemanden dabei zu haben, einen guten Kumpel an der Seite zu haben, der im Notfall dann doch ja, helfen kann. 33-year-old Stefan Heffele belongs to the generation of urban explorers who go looking for deserted and forgotten places. And all he leaves behind him are footprints. Respect for these aging sites is important to him. Finding motifs takes some effort and detective work. One of Heffele's methods is to scan satellite photos on the internet. Man sieht hier, das Ding ist verlassen, da ist nicht mal ein Dach drauf. Also so kann es gehen, wenn es einfach ist. Wenn es natürlich ein bisschen schwerer ist, dann gibt es natürlich einschlägige Blocks. Und ja, da findest du dann manchmal Palazzos, die noch ein intaktes Dach haben, somit aber auch noch innen drin noch relativ schön sind. Und hier ist ja nichts mehr zu finden. Oder aber man fährt einfach dran vorbei und findet es per Zufall. Stefan Heffele's photos document traces of civilization that time is gradually erasing. His works are a kind of monument to abandoned places.